Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Prototype 2. Wir wollen schauen. Ja, gehen wir mal dahin. Wir haben letztens einiges erreicht. Meine Klingen sind voll aufgebessert, was ich sehr gut finde. Was ist denn da vorne los? Ich hau ab. Bis dann. Wow, was ist denn da los? Warum kommen immer mehr? Warum verfolgt ihr mich alle? Nein! Weg hier! Die können mir zwar eh nicht folgen, aber trotzdem nicht gut. Ich schau mal, was die machen, wenn die Basis... Ob die in die Basis reinkommen? Ich weiß nicht. Möglich. Und wie sie sich dabei abreagieren werden, will ich sehen. Oh, vorbei? Okay. Perfekt. So, okay, gehen wir da mal her und schauen, was los ist. In diesem neuen, schönen Part. Schön. Meine PS3 reagiert sich nicht ab. Aber na gut. Wegwärts und fangen wir... Ja, schön. Okay, das ist ein bisschen krass. Goliath? Capture a Goliath. This I gotta see. Ja. Copy Hollow Point. Maintain security on the specimen until Gentech arrives to take custody. Over. Wie will man dieses Viech eigentlich einkesseln? Na komm, wie lange brauchen wir? Ja, Goliath. Erinnert mich an die Goliath National Bank. Ja, ja. Aber mit dem Mada. Wow, wow, wow. Huh? Bevor die Stadt zerstört, ja. Nichts lieber als das. Oh, da hinten. Was zum Aufsaugen. Lass mich mal kurz... Warum habe ich den im Ziel, bitte? Ich will den Kerl aufsaugen. Lass mich mal machen. Nimm den! Aufsaugen. Sofort. Ja. Okay. Tja, den greift er jetzt an. Bitte, danke. Tja, der letzte Goliath-Kampf lief auch nicht so toll. Ja, läuft doch. Obwohl... Naja, ich verliere irgendwie Leben. Krass viel Leben. Das letzte Mal habe ich nicht so viel Leben verloren. Vielleicht liegt das an den Leuten, die da um mich herum stehen. Naja gut, dabei geht's noch. Alter, bleibst du mal da, wo du bleiben sollst? Oh, fick dich, du scheiß Raketenwerfer-Typ. Ja, komm her. Ich muss irgendwas absub... Ach, ihr seid doch scheiße! Das nächste Mal kümmere ich mich zuerst um die Raketenwerfer. Ach, Scheißdreck. Ja, machen wir es wieder. Ist ja kein Pappenstil, so ein Goliath zu besiegen. Aber mit irgendwelchen scheiß Raketenwerferkerlen wird es noch schlimmer. Na gut, schauen wir mal an, was die da so machen. Ach, ich werde mich trotzdem dafür entscheiden müssen. So, jetzt komm einfach her und greift alles an, was nicht nied- und nagelfest ist.
Alter, geht's dir noch gut? Irgendwie wird der Fuß nicht zerstört. Jo, weg ist er. Kann nur gut sein. Großartig. Oh Mann, Kacke. Wow, knapp. Na? Geht's noch? Oh, da ist ja einer. Jetzt mal aufsaugen. Na, jetzt nicht mehr. Dann vielen Dank auch. Oh. Dot. Komm. Ah. Kack. Kackdreck. Meine Fresse. Aufsaugen. Und genießen. Und Biobombe total verbessert. Super. Und das haben wir auch geschafft. Ja. Wow. Hä? Na gut. Bisschen Stress, aber sonst geht's ja. Ah, machen wir weiter. Einfach mal so ein Goliath besiegt und keine Sau kümmert sich drum. Ist denen allen egal. Ah, Rooks. Die nächste Mission von dem. Scheiß drauf. Wir machen jetzt weiter. Danach kann ich mir eine Pause gönnen. Nach den Parts, die ich hier aufnehme. Und dann habe ich wieder viel aufgenommen. Und dann habt ihr wieder viel zu looken. Schön, oder? Und mich verfolgt schon wieder irgendein Vieh. Jetzt nicht mehr. Das passiert öfters hier. Einfach, dass einfach mal ein Vieh kommt und mich verfolgt. Aber es ist ja nicht so schlimm. Oh, wieder in meiner Lieblingsbasis. Schön. Komm. Drex. Voll tight. So, meine PS3 hat sich wieder ein bisschen beruhigt. Sie läuft jetzt nicht mehr so laut, aber sie summt immer noch. Na gut, das kann man wohl verstehen. Who names their kid fucking Elwood? Some fucking parents. Ja. Some fucking parents, hätte ich auch fast gesagt, Heller. Und wieder schön auf das hohe Gebäude. Und der Regen kommt echt gut hier. Vorne. Da ist er ja. Ach was, das ist ein Evolver, wenn das so ein normaler Kerl ist. Seht ihr das? Das ist ganz klar ein Evolver. Ja, war klar.
Elwood, komm her. Elwood Pine. It's gonna be beautiful, sir. Like grenades, except instead of shrapnel, it'll be brawlers. Blackwatch won't know what hit him. Strategically placed release. I like it. Ja, Mercer, wir kennen dich. Du magst alles, was strategisch ist. Verdammtes Genie. So. Wollen wir weitermachen? Immer noch. Biowaffentest, ja, bla bla. Wir müssen wieder irgendwelche Viecher killen. Ah ja, cool. Erstmal aufleveln, Bitch. Finisher. Hört sich auch nicht schlecht an, aber erstmal hier. Hört sich auch nicht schlecht an, ja. Fortsetzen. Nehmen wir einfach mal. Well, I've got the coordinates for one of the labs. Sending now. Gut, wir können los. Superhero. Captain Hero Man! Wow, die Straße war etwas schief. Das hat mich verwirrt. Ich habe gedacht, durch meinen Aufprall habe ich die ganze Straße verschoben. Aber das ist der Fall. Das war nicht der Fall. Wow, hey, 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 hey. Wow, wow, wow. Locker flockig bleiben. Ah, der ist ungesehen. Fuck. So wollte ich das schon nicht, aber na gut. Das ging ja. Die sind wohl alle ziemlich abgelenkt gerade. Gut so. Her damit. Her damit. Now to put down Mercer's pet projects. This is what you get for playing God, assholes. Now this is justice. Normal. Viecher. Hilfe! Und so. Stecken die jetzt hier fest? Oder kommen wir hier durch? Pff, ja, das war klug. Die kommen da. Na gut, die kommen da irgendwie schon durch, oder? Oder nicht? Keine Ahnung. Bonus? Ich infiziere die so oder so. Wow, ein bisschen zu viele. Hilfe! Ja, mit meinen Viechern ist es halt blöd. Die töten. Ah, absorbieren. Nein! Fick dich! Ich kann die nicht absorbieren, das ist unmöglich mit meinen Viechern hier, die alle umbringen. Das ist unmöglich, sorry. Geht nicht. Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Die sind zwar stark wie Sau, meine Viecher, aber die lassen die Viecher nicht am Leben, damit ich sie absorbieren kann. Die greifen sie selbst an, nachdem sie schon absorbierbar sind. Daran liegt das Problem. Das hätten sie vielleicht anders machen können, dass sie, wenn sie absorbierbar sind, aufhören anzugreifen. Ach, egal. Scheiß drauf. Und weg. Einer ist nicht mal durch die Tür durchgekommen. Naja, gut. Scheiß drauf. Ist egal. Ich brauche ja nicht jeden Bonus. Obwohl ich in letzter Zeit ziemlich wenige verdiene. Da ich irgendwie immer abfaile. Aber das Brawler-Rudel ist stark. Das muss ich mir merken. Dass ich die auch verbessere. Ja, bleibt ganz cool, Leute. Ich habe alles im Griff.
Ja, offensiv. Klasse. Mutation erlangt. Offensiv. Wird immer besser hier. Beruhig dich, PS3. Beruhig dich. So, nur noch eins. Guter kleiner Soldat. Ja. So hieß, glaube ich, einmal eine Folge, die ich gemacht habe. Nein. Habe ich jetzt wieder zwei? Nein, das ist direkt die Basis hier. Gut. Brauche ich nicht noch mehr von den Nebenmissionen. Ich will auch mal zu den Hauptmissionen kommen. Ah, die eine machen wir ja noch. Noch. Weiter geht's. Und wieder muss ich irgendjemanden... Ja. Lindsay Banhurst. Eine Frau. Mal zur Abwechslung. Lindsay Banhurst. 7 murder convictions. Currently escaped from federal prison. Doch ein Kerl. Wo ist der? Achso, ja, ich muss den erst mal finden. Ganz vergessen, ganz vergessen. So einfach machen sie es mir ja nicht. Ein 7-facher Mörder. Und trotzdem arbeitet er bei Blackwatch oder was? Oder ist er wieder ein Evolver? Wo? Der? Der ist gefangen? Warum? Ah, fast schon zu einfach. Ich hätte, das ist ein Evolver, das kann nicht so einfach sein. Ja, hört auf mich anzustarren. Da wäre ich noch ganz... Ja, aber klar. Normal. Ja, Mächte. Der ist ein bisschen faul, kommt mir vor. Ja, genau, wie weicht der dem denn aus? Was macht der da? Alter, hä? Was hat der gerade gemacht? Der sagt doch nichts, der kommt mir irgendwie komisch vor. Ah ja. Charmant. Mal gespannt, was dieser Massenmörder für Erinnerungen hat. This is pretty juicy, sir. We pinpointed intel at a series of Blackwatch command posts. I'm not one for suspense. Intel about what? Munitions deliveries. We can shut Blackwatch down like they've been unplugged. Then go. Take it. Oh man, übertreib nicht so, Mercer. Er tut doch sein Bestes. Operation Langer Horizont. Aha. Hört sich gut an. Ah, Frachtlieferung. Schon wieder. Dana, Mercer's goons are gonna make a try for some Blackwatch munitions delivery. You know what they're talking about. Oh yeah. Red Crown's been talking about it constantly. They're on 3 helicopters right here in the red zone. Sending you the numbers. I'm on it. Last thing I want is a bunch of evolved with rocket launchers. Okay. Gotcha.
Oh Mann, was ist denn das jetzt für eine krasse Kacke? Second helicopter location coming your way. Ach, komm doch her. Alter. Interessant. Lass es los. Okay. I'll hijack the last chopper, and I've already consumed the pilot. But go ahead. Try to stop me. Please. I want you to try. Okay. Ich kann's ja versuchen. Damn it. Nicht das erste Mal, dass ich hier einen Hubschrauber zerstöre. Und wird auch nicht das letzte Mal sein, nehmen wir an. Bla 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 bla. Überfrachtet. Stupid motherfucker! Mercer will hear of this. Not if I kill you first. Wow, 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 wow. Haben die neuen Moves gelernt oder was ist los mit denen? Ja, geil. Machtspezialist, ja, weiter geht's. Aber das erst im nächsten Part. Das war's mal wieder mit einem Part von Let's Play Prototype 2. Ich bin euer Shadow77. Tschüss, ciao. Bis dann.